Herzlich willkommen zurück zu Ihrem Markov-Magazin. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und während sich in unserer letzten Sendung alles um das Thema Fisch gedreht hat, reden wir heute mal über Käse. Und wer könnte das besser als unsere Käsespezialistin Frau Zabel? Wir haben seit Oktober eine neue Bedienungstheke für Käse. In dieser Käseabteilung gibt es Frischkäse, Rotschmiere, Blauschimmel, Weichkäse, Hartkäse aus sämtlichen Ländern. Wir sind dabei mit Italien, Spanien, Österreich, Schweiz. Wir haben auch Holland, wir haben deutschen Käse und amerikanischen Käse. Alles, was das Herz begehrt. Wir haben auch selbstgemachte Ware da. Das heißt, Frischkäse machen wir zu Cremes. Da gibt es herzhafte Sachen wie ein Gärtnertopf oder aber auch ein Hirtenkäse. Wir können feige Knoblauch selber machen und süße Ware, so zum Beispiel unseren Schokotraum, unsere Lemon Dream. Wir machen auch selber frischen Käsesalat, das heißt Fitnesssalat, Feinschmecker. Wir haben auch leckere Käseschips, die wir selber zubereiten. Auch Räucherkäse ist dabei, der für Sie sicherlich von Interesse wäre. Sie haben eine Feier, wir haben auch einen Plattenservice. Da können Sie Platten aussuchen in einem Katalog oder uns sagen, was Sie individuell an Käse auf dieser Platte haben möchten. Wir haben auch selbst abgepackten Käse da. Dort finden Sie sehr schönen Käse aus aller Welt, aber auch Sachen wie hier in Aktion oder Käse des Monats. Das wäre auch mal etwas Schönes. Mein persönlicher Lieblingskäse ist alles, was die Schweiz- und Bergkäse, weil der ist sehr schön kräftig und hart und den muss man, bevor man ihn überhaupt verzehrt, eine halbe Stunde vorher schon mal in die Zimmertemperatur geben, damit er seinen Geschmack entfaltet. Am besten, Sie besuchen uns einmal selbst und überzeugen sich von der Vielfalt unserer schönen Käsesorten. Unser Käseteam würde sich sehr freuen über Ihren Besuch. Ich hoffe, der Rundgang durch unsere neue Käsebedienung, geführt von unserer Käseärztin Frau Zabel, hat Ihnen gefallen. Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als Ihnen ein schönes Weihnachten, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, zu wünschen und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Seien Sie sich sicher, wir haben noch viel vor. Wir werden Ihnen in den nächsten Sendungen noch weitere Dinge berichten, von unserem neuen Kaffee und von dem Umbau unseres alten Marktes. Aber das dauert noch. Ich bin mir sicher, wir werden pünktlich Mitte Februar öffnen. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich, Ihr Frank Hentsch von Ihrem Markov-Lübben.